Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Ja, erstmal das Interface wieder einstellen, Krempel hier holen. Ja, da habt ihr schon, genau. Waffen. So, wir sind hier im Auge des Sturms, das heißt, ja, 1, 2, 3, 4 Türmchen gibt's, Flagge gibt's in der Mitte. Die Gegner haben eine sehr ausgewogene, ja, sehr ausgewogen. Vier. Ja, eigentlich fehlt noch ein vierter Hexer, dann wäre es perfekt, aber naja. Ja, gut. Hat sich bei mir was geändert? Nö. Glyphen hier. Ich habe jetzt nicht mehr die letzten in Erinnerung. Ich habe weiterhin Empower Seals drin. Selfless Healer und den ganzen Krempel. Hat sich so leider so nichts geändert. Wüsste jetzt nicht, was ich so direkt ändern soll. Das Einzige, was ich geändert habe, nochmal Waffen. Den brauchen wir auch noch. Ich habe hier die Handschuhe ausgetauscht. Da habe ich Tempo und Mastery drauf und habe dafür die Set-Schultern angezogen. Das nochmal zusätzlich Mastery. Crit bleibt gleich. Dafür verliere ich jetzt Vielseitigkeit. Ansonsten hat sich so eigentlich nichts geändert. Ich hatte mir gestern das hier gekauft. Eigentlich geil. Ich meine wegen der Mastery, aber auch wenn Waffenverzauberung pocht. Ich bin irgendwas bei 86% dann. Problem ist aber halt, 469 stärker sind halt einfach scheiß viel. Ja, es skaliert dann auch besser mit dem Benutzeneffekt der Vielseitigkeit, das skaliert dann besser hoch. Und dadurch habe ich natürlich klar einen höheren Grundschaden, mal wegmachen. Und natürlich auch einen, dadurch erhöht sich natürlich auch die Mastery. Leider habe ich nicht die hier, also Stärke und Mastery, das wäre nochmal eine Idee. Da hätte ich zwar den Use-Effekt nicht, aber würde ich den mal probieren. Also, wäre dann auch mal interessant für mich. So. Oh, Entschuldigung, ein bisschen müde bin ich. Scheiße, was kommt denn da alles? Mal gleich den Krempel einstellen. Ach, du heiliger Bimber. Ich bin wohl. Nee, Freunde, erstmal die ganzen Buffs holen. Ich jetzt nicht verstehen. Naja, komm, zimmern wir euch mal weg. First Blood. Dann nehmen wir die Eule. Killing Spree. Double Kill. Da ist der Mage. Zack, sterb. Rampage. Multikill. Bam. Naja, eigentlich müssen irgendwo Leute irgendwo hin, inken. Oh, der Arme. Clever ist wahrscheinlich an der Seite. Ach, da ist er doch. Dominating. Yeah. Ah, das wäre schon geil. Ah, gut, nächste Season. Gibt es hier nochmal 10%, 10 Item-Level mehr. Und dann kann es passieren, dass man da so vielleicht auf die, wenn man will, auf die 100% kommt, wäre schon cool. Also Mastery, das. Aber es ist halt auch so, Empowered Seals wird natürlich jetzt extrem stärker mit jeder Season. Klar, Final Verdict ist natürlich auch sehr stark, wird auch immer stärker, klar, aber die Skalierung für, da helfen wir mal aus. Die Skalierung von, wie heißt das, habe ich den Namen vergessen, für mächtige Siegel ist einfach unschlagbar. Na komm, sterb, Eule. Bin ich hier alleine? Kann das sein? Na komm. Fall. Ach, leck mich doch mal am Arsch. Nix gibt's. Dominating. Ich soll mal sagen, gibt's doch gar nicht. Killing Spree angehabt? Jetzt stirbt er erstmal. Da kriegst du einen Rischspruch drauf, kriegst die Stuns und so weiter. Kannst eh nicht wegkommen. Dit krieg ich. Na komm, sterb endlich. Da ist der nicht gestorben, die Sau. Stirbt doch der Mage. Ach, da ist er doch. Was ist der jetzt gestorben? Wo ist. Hä?
jetzt direkt umgehauen? Nee, hab ich nicht. Ach, keine Ahnung. Muss man hier. Ach du heiliger Strohsack, da ist wieder extrem viel Leben. Immer wieder nachbuffen. Na komm, hauen wir euch weg. Unstoppable. Und du auch. Seite. Dum, 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 dum. Double Block. Nein, du machst nix. Godlike. Den Match holen wir uns noch. Wie die Hämmer fliegen. Ah, das ist schon toll. Massacre. Double Kill. Na komm, verloren. Ah, ist es. Nein, ist er nicht. Sterb, 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 sterb. Oh, heute bin ich ziemlich gelassen. Ist gerade ein bisschen langweilig. Eigentlich hätte ich lieber heute Groß-3er-Arena gemacht. Aber der 5er dann, aber es hat ja weder das eine noch das andere rausgeklappt. Wir haben 3 Spiele im 5er gemacht. Das erste haben wir verloren gegen 2,1K-Team. Die haben uns auseinandergenommen nach wie im Lehrbuch. Und ja, danach haben wir dann 2 Spiele gewonnen und das war's dann. Das ist auch interessant, da habe ich 20 Rating gewonnen letztendlich. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt, aber es war halt doof, dass es nur so wenig ist. Also nur die 3 Spiele. Aber gut, was soll's. Na komm, sterb. Die, die, die. Also die, 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 ne? komm, bam. Da ist der Boch. Oh, da sind 2. Ah, nimm sonst das Ding ab. Was ist denn da? Ne, ist nur einer, oder? Ah, ne, doch, ist noch ein Schurke dabei. Na komm, holen wir uns mal die Buffs. Ist das ein Demo? Ist der Demo? Töten! Massacre! Kill it with fire! Da war da noch was drin. Hahaha, nix da. Bis dann. Killing Spree beendet. Und selber gekillt. Ich freue mich auf die nächste Season. 10 Itemlöffel mehr. Echt mal gespannt. Und mit 100. Ich wäre echt geil, ey. Mit 100% Master. Ich habe jetzt hier Selfbuff 67. Wenn ich das Trinket Ende drin hätte, dann. Oh, was habe ich da? 50, nochmal 8% mehr. Dann durch die Items vielleicht nochmal 5-6% mehr. Nee, das müsste mehr sein. Das müssten durch die Items wahrscheinlich auch nochmal so knapp 10% sein. Also um die so 510 mehr und dann noch den Proc drauf. Ja, also die 100% könnten drin sein. Notfalls tauscht man das ein oder andere Item auf. Tempo wird man wahrscheinlich eh dann machen können. Tempo-Wertung ist genug da. Ja, das war es auch schon. Boah, was der für ein Damage gemacht hat. Aber wahrscheinlich, ja, heulende Böe, solche. Allein das allein ist fast 60%. Ja gut, war ein sehr schnelles BG, keine 10 Minuten. Damage kann sich sehen lassen, gut heilen muss ich nicht viel. 11 Killshots, oh, die KM mit 12 Killshots, wow, nicht viel. Ja, kurz und schmerzlos, war ganz lustig. Ja, gibt's halt jetzt heute nicht mehr viel dazu zu sagen. Ich sage wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, wenn was sein sollte, ab in die Kommentare oder auf Twitter. Im Moment ist ja, wird ja fleißig geschrieben. Finde ich gut. Vielen, vielen Dank. Freut mich immer wieder. Ihr kriegt ja auch schnell eine Antwort. Also nur rein damit, wenn irgendwas sein sollte. Oder auch wenn es euch einfach nur gefällt und ihr wollt euch da was loswerden. Ne? In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao.